Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Diepgron, sehr geehrter Tessel, sehr geehrter Faupel, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich also aus der pädagogischen Badewanne auf den Weg zu Ihnen gemacht. Ich muss aber gestehen, dass ich den Kollegen Hennebrand, Hillmann, wie war es jetzt noch? Auf jeden Fall, der Kollege ist also noch dort und lässt noch das Wasser raus. Die Quietsche-Enschen werden noch eingeräumt. Nein, er ist krank. Ich bitte also um Entschuldigung. Sie müssen leider auf den schöneren Part von uns beiden verzichten, dafür den Älteren jetzt sich anhören. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen was doch bieten kann. Auf jeden Fall herzliche Grüße von ihm auch. Ja, Inklusion soll ein Thema sein. Lernen vielfältig gestalten auf dem Weg zu einem inklusiven Bildungssystem, das soll Thema des Referats sein. Und wenn wir es jetzt schaffen, die Präsentation rüberzuspielen, dann wäre das super. Insofern versuche ich in der Zwischenzeit noch ein bisschen was als Einführung zu sagen. Inklusion ist natürlich ein ganz großes Thema, ein ganz großer Bildungsauftrag, wo das gesamte Bildungssystem sich auf den Weg macht. Und diese Innovationen, die damit verbunden sind, die Aufgaben, die sich damit stellen, sind eine große Herausforderung für viele Akteure, die hier auf dem Weg sind. Ich möchte Ihnen gerne zunächst einen Einstieg bieten mit einem kleinen Fallbeispiel. Dieses Fallbeispiel berichtet von einem Jungen, der aus einer Familie mit Minderheitshintergrund stammt, also einer hier sozial benachteiligten Schicht. Es wird berichtet, dass er sehr spät erst mit Sprechen beginnt, später Spracherwerb, verzögerte Sprachentwicklung. Diese Entwicklungen sind weiterhin relativ problematisch. In der Schule zeigt er dann auffällige Verhaltensweisen. Die Lehrkräfte sagen, er ist sehr respektlos. Er zeigt Widerstand gegen Lehrkräfte, gegen Vorgaben, die die Lehrkräfte machen. Es zeigen sich auch keine besonders ausgeprägten Begabungen. Bei den Lerninhalten, um es mal vorsichtig auszudrücken, er favorisiert seine persönlichen Interessen. Ja, also kann man ein bisschen vornehm ausdrücken. Sprachen versucht er daher auch ein bisschen zu vermeiden, da das ist ihm zu anstrengend und liegt ein bisschen abseits seines Interesses. Sozialer Hintergrund ist durchaus problematisch. Der Vater verliert mehrfach den Job, die Familie muss mehrfach umziehen, sodass dieser Junge schließlich die Schule ohne Abschluss zunächst verlässt. Zum Glück bleibt es nicht dabei, aber im Zeugnis, was dann dokumentiert ist, zeigen sich mehrfach Fünfen und Sechsen. Sie alle haben von diesem Jungen schon gehört, vielleicht erkennen Sie ihn nicht auf diesem Bild, aber auf diesem Bild. Eine ungewöhnliche Bildungsbiografie, wobei ich zugeben muss, ich habe ein bisschen gemogelt. Die Fünfen und Sechsen sind in der Schweiz natürlich die besten Noten. Er war ein bisschen gemogelt, okay. Aber er war ausgestiegen aus dem Bildungssystem. Er hat große Probleme in der Schule gehabt, der damaligen Zeit in München. Und erst in der Schweiz mit einem Neustart hat er dann tatsächlich eine erfolgreiche Bildungskarriere gemacht, von der wir alle heute noch profitieren. Meine Frage, die ich so ein bisschen als Leitfrage diesem Vortrag unterlege, wäre Einstein in einem inklusiven Bildungssystem besser dran gewesen? Hätte er eine bessere Karriere gemacht? Dieser Frage versuche ich etwas nachzugehen mit dem, was auf Sie zukommt. Zunächst möchte ich Sie kurz informieren über den Hintergrund. Was meint eigentlich Inklusion? Ich glaube nämlich, dass wir da manchmal ein bisschen ein Missverständnis aufsitzen. Und zwar ein Missverständnis, das direkt zu unserem Thema heute führt. Nämlich, dass wir Lernen vielfältig gestalten müssen. Dass wir Lernen tatsächlich als wirksame Bildungsangebote für alle Lernenden verstehen müssen. Das meint eigentlich Inklusion. Und schulstrukturelle Debatten können wir in der Folge führen. Aber das ist nicht in erster Linie Inklusion, sondern da geht es darum, für alle Lernenden die adäquaten Bildungsangebote zu realisieren. Ich würde Sie dann gerne kurz informieren, was wissen wir darüber, wie kann man das machen, was sind da die Befunde auch, ich muss ein bisschen von meinem wissenschaftlichen Quietsche-Engine natürlich erzählen, würde Ihnen dann gerne einen Überblick bieten, wie sieht gute Förderung aus, international gesehen. Was ist ein Konzept, was man dem zugrunde legt, international, und was sind die Verfahren? Wie müssen wir dann ganz konkret Unterricht gestalten? Und das führt zu einem gewissen Fazit, was wir noch Ihnen mitgeben wollten, und wir versuchen natürlich immer auch Brücken hin zur Anwendung zu schlagen. Das wäre das Programm, was jetzt auf Sie zukommt. Schauen wir mal, wie wir das realisieren. Inklusion, Auftrag zur wirksamen Bildung, wäre der erste Schritt. Ich will Sie nicht langweilen, aber ganz kurz daran erinnern, die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung
2006 verabschiedet, gemeinsam mit betroffenen Verbänden, gemeinsam mit Betroffenen in den Kommissionen bei der UN. Diese Entwicklung eines Textes nimmt also die Perspektive von Menschen mit Behinderung ausdrücklich auf. Und ich will nur kurz daran erinnern, diese Konvention umfasst 50 Artikel. Ein einziger Artikel behandelt Bildung. 49 geht es um andere Themen, die natürlich auch was mit Bildung zu tun haben können. Aber die gesamte Lebensperspektive von Menschen mit Behinderung ist damit abgedeckt. Und ich will an der Stelle nochmal deutlich sagen, es macht keinen Sinn. Es ist nicht zielführend, wenn wir nur ein inklusives Bildungssystem diskutieren und nicht gleichzeitig daran denken, wie sieht denn eine inklusive Gesellschaft insgesamt aus? Wie muss eine Gesellschaft für Familien gestaltet sein, die ein behindertes Kind haben? Wie muss die Berufswelt gestaltet sein, dass Menschen mit Behinderung partizipieren können? Wie muss unsere Kultur, unsere Politik, die verschiedenen Lebensumstände, Wohnformen, Einkommen, wie muss das gestaltet sein für Menschen mit Behinderung? Alles das ist in Artikeln der UN-Konvention angesprochen. Und lassen wir uns nicht fixieren auf das Thema Schule. Inklusion ist ein Auftrag an die gesamte Gesellschaft. Und nur in diesem Kontext einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, da macht die Diskussion über die Veränderung von Schule Sinn. Der Auftrag an das Bildungssystem ist Inclusive Education, ein Inclusive Education System, ein inklusives Bildungssystem at all levels, auf allen Ebenen. International ist selbstverständlich. Kindergarten, vorschulische Einrichtungen sind Teil des Bildungssystems. Völlig selbstverständlich. Aber vergessen Sie bitte nicht die Erwachsenenbildung. Menschen mit Behinderung brauchen spezifische Angebote auch für ihre bildnerische Selbstbildungsaktivitäten im Erwachsenenalter. Da haben wir, glaube ich, auch noch ein großes Entwicklungsfeld vor uns. Was meint jetzt aber Inklusion? Es ist ein Begriff, den die UNESCO schon viel länger diskutiert, seit 1994. Die Salamanca-Konferenz hat diesen Begriff in die internationale Bildungspolitik eingebracht. Muss sehr beeindruckende Tagung gewesen sein. Eröffnungsvortrag hielt ein junger Mann, der mit Down-Syndrom als pädagogischer Assistent in der Grundschule tätig ist in Spanien. Die Kollegen, die dort waren, sind immer noch sehr beeindruckt. Auf dieser Konferenz wurde dieser Begriff geprägt. Inklusion, und so jetzt die neuere Fassung, 2005, Inklusion ist ein Prozess, bei dem auf die verschiedenen Bedürfnisse von allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eingegangen wird. Es geht darum, mehr Partizipation zu ermöglichen. Es ist ein Prozess. Es ist ein Ideal, das werden wir nie erreichen. Es ist ein Ideal der immer mehr möglichen Teilhabe für alle Betroffenen, für alle Lernenden. Und wenn Sie den Text durchlesen, da kommt der Begriff Behinderung gar nicht vor. Weil Inklusion ein Auftrag für alle ist. Weil Inklusion meint, alle Lernenden sollen das Recht haben, Lernprozesse nach ihren Bedürfnissen zu gestalten. Und jetzt verstehen wir bitte Bedürfnisse nicht sehr banal, so ich will, ich habe Lust, ich mag nicht. Nein, Bedürfnisse meint, was braucht ein Mensch für eine gelingende Entwicklung? Was braucht ein Mensch für eine gute Partizipation an unserer Gesellschaft? Welche Bildungsangebote unterstützen ihn bei der Verwirklichung seiner Möglichkeiten? Also das ist nicht sehr platt verstanden, sondern wirklich ein anspruchsvoller Auftrag. Und das braucht eine gemeinsame Vision. Und ich glaube, diese gemeinsame Vision, die muss auch ein Stück weit diskutiert werden. Da muss auch ein Stück weit gerungen werden darum, was ist unsere Vision einer zukünftigen inklusiven Bildung. Wenn Sie weiterlesen in diesem Artikel, dann bekommt die Effective Education, die wirksame Bildung, wirksame, tatsächlich zu mehr Teilhaben führende Bildungsangebote, Maßnahmen, bekommen eine entscheidende Bedeutung. Die Artikel prononcieren das sehr deutlich und wenn man den internationalen Sprachgebrauch kennt, dann weiß man, Effective Education meint nach WHO, nach UNESCO, es sind wissenschaftlich überprüfte Verfahren. Da reicht nicht der gute Wille, sondern es müssen Verfahren sein, die tatsächlich in ihrer Wirksamkeit bestätigt sind. Sogenannte evidenzbasierte Verfahren. Vielleicht kennen Sie diesen Begriff aus der Medizin. Da reicht es auch nicht mehr aus, dass man gesagt, das habe ich so gelernt. Nein, nein, es muss wissenschaftlich überprüft sein. Und wenn heute ein Arzt darauf verzichtet und sagt, nee, das haben wir immer so gemacht, dann können Sie den ganz schön belangen. Und dieser Gedanke, tatsächlich überprüfte wirksame Verfahren, der zieht jetzt auch in die Bildung ein. Und das ist in vielen anderen Ländern bereits Standard. Der Weg dahin, das zu verwirklichen, ist bei weitem nicht festgelegt. Da finden Sie in der UN-Konvention nichts.
Schulorganisatorische Fragen sind Hoheit der Unterzeichnerländer. Hier sehen Sie auch von Heiner Bielefeld, einem der führenden Menschenrechtsjuristen, Ausführungen. Die Entwicklung, die strukturellen Entwicklungen folgen diesem Auftrag der Angebote der Umgestaltung unseres Bildungssystems nach den individuellen Bedürfnissen der Lernenden. Also die haben eine dienende Funktion. Und wir dürfen uns nicht zu sehr durch die schulstrukturellen Debatten da verschrecken lassen oder auch von den eigentlichen Zielen von Inklusion ablenken lassen. Nämlich das Ziel, wirksame Teilhabe, Berücksichtigung der individuellen Lernbedürfnisse im Bildungssystem. Was wissen wir darüber? Wie macht man das? Was gibt es für Befunde auch? Wie kann man das umsetzen? Zunächst mal wird oft dabei zurückgegriffen auf Befunde zur Integration, gerade auch hier im deutschsprachigen Bereich. Das ist das, was so ein bisschen bekannt ist, worauf öfters dann rekurriert wird in der Diskussion. Diese Befunde zeigen oft folgende Merkmale. Es gibt eine Anregung für die kognitive Entwicklung. Die Schüler mit Beeinträchtigungen, die jetzt in den allgemeinen Schulen lernen, profitieren dort mehr, als wenn sie in Förderschulen unterrichtet werden, so die Aussage. Die Schulleistungen werden dadurch besser oder sind zumindest gleichwertig. Insgesamt führt das zu besseren Abschlüssen, so die Aussage. Allerdings beobachten wir auch, dass Schüler, die integrativ unterrichtet werden, eher ein negativeres Selbstkonzept haben. Die anderen Schüler haben keinerlei Nachteile. Das werde ich auch nicht weiter diskutieren hier. Das ist Konsens auch international. Es gibt auch Hinweise, dass ein reformiertes Bildungssystem, das Kinder mit Beeinträchtigungen in den Fokus nimmt, dass davon genau Leistungsstärkere ebenfalls deutlich profitieren. Gibt es eine ganze Reihe von Befunden. Also das ist relativ Konsens. Und ein problematischer Befund, der soziale Status von Kindern mit Förderbedarf ist problematisch in integrativen Settings. Das Risiko sozialer Ablehnung ist deutlich erhöht. Das ist so ein bisschen das Ergebnis der deutschsprachigen Versuche. Schauen wir mal international. Gibt es da ähnliche Befunde? Wenn Sie anfangen, internationale Literatur zu lesen, dann werden Sie zunächst mal irritiert sein. Nämlich, dann lesen Sie Berichte, dort wird dokumentiert, inklusive Bildung, integrative Beschulung, erfolgt zunächst mal in verschiedenen Strukturen. Die Schulstruktur wird sehr differenziert dargestellt. Sie haben zum einen eine Säule, die nennt sich Mainstreaming oder Inclusive Classrooms oder auch Full Inclusion. Das heißt, die Kinder mit Förderbedarf bekommen die Unterstützung im allgemeinen Klassenzimmer. In ihrer Jahrgangsstufe, in der Schule, die ihre Jahrgangskameraden in ihrer Region besuchen. Dort findet dann auch die sonderpädagogische Unterstützung statt. Das ist das, was wir unter Inklusion und Integration oft diskutieren. Dann lesen Sie weiter und dann kommen Sie an Stellen, wo gesagt wird, Mensch, gibt auch Special Classes. Spezialklassen. Unter dem Dach der allgemeinen Schule werden spezielle Fördergruppen gebildet. Förderklassen, gibt ganz verschiedene Resource Rooms zum Beispiel, gibt ganz verschiedene Begriffe, auch Konzeptionen differieren. Das ist also ein sehr breites Feld, was ich hier jetzt mal unter diesem Begriff Special Classes zusammenfasse. Diese Special Classes können für 3-4 Wochen eingerichtet werden, intensive Förderung in einem bestimmten Lernbereich, in einem bestimmten Lernabschnitt. Die können aber auch 3 Monate, die können auch 2 Jahre eingerichtet werden. Ganz flexibel orientiert an den Bedürfnissen der Lernenden. Und das sind kleinere Gruppen, 6-8 Schüler, intensiv geschultes Personal, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen, verschiedene Fachkräfte, die hier zusammenarbeiten. Also haben wir unter dem Dach der allgemeinen Schule ein spezifischeres Angebot, differenziertes System. Dazu kommt, wenn Sie weiterlesen, inklusive Bildungssysteme beinhalten auch Special Schools. Wir haben also durchaus in den sogenannten inklusiven Bildungssystemen spezielle Schulen, Förderschulen, spezielle Angebote, schulische Settings, die außerhalb der normalen Gänge, der normalen Bildungsgänge spezifische Angebote machen. Diese Special Schools finden Sie zum Beispiel in Kanada, in Australien, USA, den skandinavischen Ländern, Großbritannien. Sie müssen aber manchmal ein bisschen kritischer hinschauen. Zum Beispiel Großbritannien sagt, wir haben keine Förderschulen, weil nämlich diese ganzen Special Schools inzwischen Privatschulen sind. Die tauchen dann in der Statistik nicht mehr als Förderschulen auf, sondern als Private Schools. Alle wissen aber sehr genau, das ist ein spezielles Angebot, zum Beispiel für Kinder mit massiven psychischen Belastungen.
Jetzt könnte man denken, Mensch, dann sind wir ja eigentlich schon genau in dem System. Nein, nein, so ist es auch nicht. Die Diskussionen bei der Entwicklung der UN-Konvention zielten darauf ab, dass mehr Schüler im Mainstreaming beschult werden. Und dass die ganzen anderen Formen eine dienende Funktion haben. Dass es Übergänge gibt von der Special Class in das Mainstreaming. Dass es Übergänge gibt von der Special School über die Special Class in das Mainstreaming. Dass es Durchlässigkeiten gibt. Dass dieses differenzierte System kein Selbstläufer ist. Keine Versäulung. Sondern, dass diese Organisationsformen der Entwicklung des Kindes dienen. Was braucht das Kind? Was ist jetzt die bestmögliche Unterstützung? Das ist der Grundgedanke dieses differenzierten schulorganisatorischen Systems. Welche Effekte hat so ein System? Auch dazu gibt es Studien, die bisher in der deutschen Diskussion relativ wenig Berücksichtigung finden. Zum einen sehen wir, dass die älteren Meta-Analysen, die so die Befunde von den 70er bis Ende der 80er Jahre zusammenfassen, die berichten relativ ernüchternde Effekte. In diese Meta-Analysen gehen nur qualitativ hochanspruchsvolle Einzelstudien ein. Aber sie erfassen insgesamt 70.000, 80.000 Kinder, die hier verrechnet werden. Nur 2 von 6 Größen, die berechnet wurden, berichten überhaupt von positiven Effekten. Die 4 anderen Effekte haben sie keine Wirkung. Sind ältere Studien. Schauen wir mal in die neueren Studien. David Lindsay hat eine wunderbare Meta-Analyse der Studien seit 2000 geleistet. Er entdeckt 1400 Publikationen insgesamt. Davon sind ganze 14 Publikationen Berichte über vergleichende Studien. Also nur von 14, 1%, ein einziges Prozent, untersucht denn tatsächlich auf wissenschaftlich, methodisch fundiertem Niveau, welche Wirkung inklusive Settings haben, also diese reine Veränderung der Organisationsform. Diese Befunde will ich Ihnen jetzt ergänzt durch einige aktuellere Befunde nochmal so ganz kurz im Überblick nennen. Sie werden vielleicht ein bisschen erschlagen sein, aber wir kommen nicht dran vorbei, das ein Stück weit zur Kenntnis zu nehmen. Wenn Sie sich diese Tabelle anschauen, dann sehen Sie ganz rechts hervorgehoben die Effekte. Gleichheitszeichen bedeutet, die Organisationsform macht keinen Unterschied aus. Plus bedeutet, inklusive Settings sind im Vorteil. Minus bedeutet, segregierte Formen, ich nenne mal dieses Schimpfwort, also differenzierte Angebote sind im Vorteil. Wenn Sie das ansehen, dann sehen Sie zunächst mal, es ist nicht einheitlich. Wir haben disparate Befunde, das ist die Befundlage insgesamt. Und wir haben die Mehrzahl der Befunde, die eigentlich keinen Vorteil für irgendeine der Settings nachweist. Das betrifft jetzt den Bereich Lernen. Wie ist es im Bereich der sozial-emotionalen Dimension, der Verhaltensebene? Auch da ganz ähnliche Befunde. Die Mehrzahl der Ergebnisse zeigt Gleichheit. Es gibt keinen Vorteil allein aufgrund des Settings. Das deckt sich übrigens auch mit PISA. Die Schulstruktur selber bringt noch nicht den Effekt. Entscheidend ist, was dort passiert. Also allein die schulstrukturelle Debatte zu führen, greift viel zu kurz. Davon profitieren die Kinder an sich noch nicht. Es ist zumindest offen, wie es ausgeht. Es ist keine einheitliche Aussage der Wissenschaft möglich, tatsächlich, das führt zum großen Fortschritt. Das ist internationaler Stand der Forschung. Ich fasse mal so zusammen die empirische Evaluation. Wir haben das jetzt natürlich nur ganz kurz gestreift. Einerseits müssen wir sagen, wenn man das wirklich überprüfen will wissenschaftlich, dann muss man hohe forschungsmethodische Standards anlegen und da haben wir in Deutschland einfach noch riesen Nachholbedarf. Wir haben diese forschungsmethodischen Standards bisher auch aufgrund mangelnder Drittmittelversorgung in der Forschung haben wir nicht erfüllen können. Deutsche Studien finden keine Berücksichtigung in der internationalen Diskussion. Die Evaluationsbefunde sind in der Minderzahl gegenüber vielen einzelnen Berichten. Best-Practice-Beispiele sind sehr anregend, aber die können keine Aussage treffen über die Erfolge, über die tatsächliche Wirkung. Viele qualitative Untersuchungen berichten natürlich ganz spannende Perspektiven. Aber ob das tatsächlich den Bedürfnissen der Schüler mehr entspricht, ob sie auf lange Sicht gewinnen davon, ist damit nicht ausgesagt. Insofern, da gibt es großen Nachholbedarf. Und die neueren Studien bestärken die älteren Befunde, dass es nämlich disparat ist, dass meistens ein Gleichheitszeichen rauskommt. Das ist durchaus ein etwas ernüchternder Befund und das heißt, wir müssen in der Diskussion um Schulstruktur schon relativ kritisch sein. Was passiert in diesen Strukturen, auch wenn wir sie jetzt verändern? Wie können wir die qualitativ besser gestalten? Das ist die eigentliche Herausforderung der Inklusion.
Diese Befunde, auch gerade der neueren deutschsprachigen Studien, finden Sie ganz ähnliche Bestätigung. Die Quintessenz: Das Setting allein hat kaum Wirkung. Entscheidend ist das, was die konkrete pädagogische Arbeit, was Sie als Lehrkraft vor Ort für die Kinder anbieten können. Das ist das, was den Unterschied ausmacht. Und die amerikanischen Kollegen Covell und Mostard haben die Diskussion mal sehr schön zusammengefasst. Wenn Sie daran denken, 1400 Publikationen, 1%, wo es tatsächlich mal um die Effekte geht, um die Wirkungen. Sie sagen, diese Diskussion, da geht es um Rivers of Ideology, Islands of Evidence. Ströme von Ideologie, Inseln der Erkenntnis. Da müssen wir besser werden. Da müssen wir nachsteuern, und das gilt international genau wie für Deutschland auch. Ein wichtiger Punkt: Lehrkräfte. Wie gehen Sie mit diesem Auftrag zur Inklusion um? Welche Besorgnisse zeigen Sie? Internationale Studien belegen sehr deutlich, Inklusion führt tatsächlich zu einer Verstärkung der Komplexität der Anforderungen in dem schon hochkomplexen Lehrerjob. Das ist tatsächlich eine Erweiterung der Aufgaben einer pädagogischen Fachkraft. Und diese Komplexität bedeutet auch durchaus eine Belastung. Wenn Sie jetzt Lehrkräfte befragen, wovor haben Sie am meisten Sorgen? Was ist die größte Belastung? Wo die geringste Besorgnis besteht, und das fand ich schon interessant, gute Befunde, die das bestärken, die Lehrkräfte sagen, nee, im Umgang mit den Eltern, mit den Kindern, das schaffe ich, das traue ich mir zu. Wo sie sagen, wo ich große Sorgen habe, ist, wenn ein Kind jetzt im Verhalten, im psychosozialen Bereich, wenn das dort Probleme hat. Aufmerksamkeitsprobleme, sich konzentrieren, mitarbeiten zu können, Kommunikation, Zusammenarbeit mit anderen Schülern, das ist das, wo sie Sorgen haben. Sie empfinden sich auch als wenig kompetent. Viele Lehrkräfte der allgemeinen Schule sagen, da bin ich nicht ausgebildet. Ich habe Sorgen darum, dass ich den anderen Schülern nicht mehr gerecht werde. Diese Schüler, die jetzt hier vielleicht auch mit ADS sehr den Unterricht bestimmen, dadurch werde ich abgelenkt, dadurch kann ich mich nicht genug für die anderen Schüler öffnen. Das bindet so viel Aufmerksamkeit. Oder dass ich dadurch den anderen Schülern nicht mehr gerecht werde, dass ich ihm nicht genug Unterstützung anbieten kann. Das ist die Sorge, die die Lehrkräfte haben. Das ist die Situation, in der sich viele Lehrkräfte befinden, oder? So ein bisschen kommen die sich vor wie der Herbert unten in der Grube, und drumherum stehen eine Menge Leute, die sagen, mach mal, wirst du schon schaffen. Wir stellen das schön in den Medien dar, wir berichten davon, wir organisieren da ein bisschen drumherum. Und der Herbert sitzt unten in der Grube und muss die Arbeit alleine machen. Das ist eine fatale Situation, wenn dem so wäre. Wir müssen dafür sorgen, dass Herbert Hilfe kriegt, dass Herbert zusammenarbeitet, dass Leute mit ihm in die Grube steigen, dass sie ihm besseres Werkzeug geben, dass sie gut zusammenarbeiten und dass man auch mal wechselt, dass man auch mal eine Entlastung hat. Das ist so ein bisschen der Auftrag auf den Weg zu einem inklusiven Bildungssystem. Wie können wir diesen Auftrag erfolgreich erfüllen? Was sind Gelingensbedingungen oder Erfolgskriterien guter Entwicklung hin zum inklusiven Bildungssystem? Was müssen wir tun? Erster Punkt: der Einsatz von effektiven Unterrichtsverfahren und Fördermaßnahmen. Sie erinnern sich an die UN-Konvention, Effective Education, wirksame Maßnahmen, wo die Lehrkraft merkt, hoppla, das greift, das wirkt. Die Schüler lernen besser, das Klassenklima wird besser, wir können gut zusammenarbeiten, auch die anderen Schüler machen ihre Lernfortschritte. Das muss man wissen, da muss man geschult sein, man muss Material haben, um das umzusetzen. Zusammenarbeit ist natürlich ganz essentiell, ohne das geht es nicht. Die Unterstützung durch die Schulleitung. Wir wissen, Innovationsprozesse gehen hauptsächlich über die Schulleitung. Darum ist gerade die Unterstützung durch die Schulleitung ein wichtiges Erfolgskriterium. Man braucht einen Förderplan, Absprachen. Wie geht es denn? Was übernimmst du, was übernehme ich? Wann sprechen wir uns wieder? Was sind die Erfolgskriterien? Wann habe ich mein Ziel erreicht? Und wir brauchen natürlich diese gemeinsame Vision, eine gemeinsame Wertebasis. Eine Kultur des Behaltens, eine Identifikation mit dem Auftrag, für alle Schüler zuständig zu sein. Wenn Sie Schulen auf dem Weg zur Inklusion scheitern lassen wollen, nutzen Sie die Killerfaktoren. Vermitteln Sie den Lehrkräften, ihr könnt das ja sowieso nicht. Entziehen Sie denen die Unterstützung durch die Schulleitung. Blenden Sie Fort- und Weiterbildungsangebote aus. Transportieren Sie, was alles schlimm mit Behinderungen zusammenhängt und dass man dem sowieso nie gerecht wird. Das ist ein guter Weg, Inklusion zum Scheitern zu führen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen die Lehrkräfte unterstützen, hier erfolgreich zu sein. Ein sogenanntes Coping, Bewältigungsstrategien zu erwerben.
Und manchmal hat man so den Eindruck, da wird so eine Erwartung gemacht, hier so eine Art pädagogischen Rambo. Wenn ich das drauf habe, dann komme ich durch. Dann überstehe ich das. Dem ist nicht so. Was ich Ihnen jetzt sagen werde, das ist fast Eulen nach Athen getragen. Wir sind hier in Köln. Erster Punkt, wie man zum Erfolg kommt, sagen die Lehrkräfte, die man befragt, Humor behalten. Et küt wie et küt, sagt der Kölner. Ne? So eine Einstellung ist durchaus erfolgversprechend bei Inklusion. Auch mal drüber lachen, miteinander, auch mal übereinander, auch mal über sich selber lachen, das entspannt. Das führt zum Erfolg. Sagen die Lehrkräfte, ist der wichtigste Punkt, Humor behalten. Einen Plan erstellen und einhalten, genauso wichtig, realistische Erwartungen haben, Sie können es lesen. Das sind die Gelingensbedingungen, die uns Lehrkräfte, die erfolgreich in der Inklusion arbeiten, berichten. Auch die professionelle Hilfe ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Wenn man das tut, dann erleben die Lehrkräfte durchaus Erfolg, wenn sie auch wissen, was sind die zielführenden Maßnahmen, was sind die Verfahren, die pädagogisch wirken. Trotzdem bleiben die Besorgnisse. Und ich darf an der Stelle mal sagen, ich finde das professionell. Besorgnisse lenken unsere Aufmerksamkeit. Wenn ich unbesorgt in den Straßenverkehr gehe, kommt es vor, dass ich überfahren werde. Das sollte uns nicht passieren. Darum nutzen wir diese Besorgnisse auch, um eine gewisse Dynamik der Weiterentwicklung zu fördern, weiterzuführen. Dann ist man bereit, auch wieder in Fortbildungen neue Innovationen umzusetzen, zu nutzen. Wie groß die Besorgnisse sind, wird aber entscheidend moderiert durch die wahrgenommene professionelle Kompetenz. Wenn ich erlebe, ich habe da Erfolg, meine Schüler kommen gerne und sie machen Lernfortschritte, dann bleiben zwar die Besorgnisse, aber mit der Perspektive, ich schaffe das. So, dieses gute neudeutsche Motto, yes, we can, dieser Schritt muss uns gelingen. Lehrkräfte zu unterstützen, zu sagen, ja, wir packen das. Es ist eine Aufforderung, es ist eine Herausforderung, es ist eine neue Aufgabe, wir schaffen es. Wie? Wie kann Inklusion und Förderung umgesetzt werden? Also ich erinnere nochmal, Inklusion meint das Angebot von wirksamen, evidenzbasierten Maßnahmen. Im allgemeinen Bildungssystem vorrangig, gemäß den individuellen Bedürfnissen. Wie geht das? International gibt es dann deutlichen Konsens. Man sagt, dieses Konzept Response to Intervention ist das Konzept, was uns hilft. Das finden Sie in Literatur von Kanada über Australien bis nach Shanghai wird das umgesetzt. Response to Intervention, also wenn ich es mal platt übersetze, Antwort auf pädagogisches Handeln. Ich schaue mir genau an, wie ein Kind auf meine pädagogischen Angebote reagiert, wie es mir antwortet, welche Signale es mir gibt. Inzwischen ist es so Konsens, dass es zum Teil sogar in Gesetzen verankert ist. Können Sie dort nachlesen. Diese Inklusionsgesetzgebung, IDEA oder No Child Left Behind Act, die formulieren genau dieses System Response to Intervention. Was ist das Innovative daran? Das Ziel ist nicht so dieses alte Modell, das folgte so dieser Vorstellung, wir warten, bis was schief geht. Wir warten mal ab, bis das Kind hinfällt und dann helfe ich ihm wieder auf. Wait-to-fail-Ansatz, sagt der Amerikaner. Ich warte, bis was scheitert, bis es Probleme gibt, dann diagnostiziere ich und dann biete ich Hilfe. Das ist das alte Modell, das es abzulösen gilt. Wir müssen viel früher dran sein. Als Pädagogen müssen wir gucken, wie antwortet ein Kind auf die Bildungsangebote. Ich beobachte den Lernprozess eines Schülers, biete ihm relativ früh Unterstützungsangebote an, muss also auch früh sehen, hoppla, da läuft die Entwicklung verzögert, verlangsamt, geht nicht genau wie eigentlich gedacht. Dann früh die Unterstützung anbieten. Ich versuche also gezielt den Problemen durch frühe Hilfen vorzubeugen. Da gibt es eine große Bandbreite inzwischen an Literatur, die das beschreibt. Das heißt, wenn wir uns das mal so ein bisschen als Konzept einer inklusiven Schulentwicklung vorstellen, es gibt zunächst mal Maßnahmen, die in drei Stufen angeboten werden. Erste Stufe, universelle Maßnahmen. Maßnahmen für alle Schüler. Die Inklusionsliteratur beschreibt, dass zunächst mal alle Lehrkräfte wissen müssen, was sind effektive Verfahren der Unterrichtsgestaltung, der Schulgestaltung. Wie sieht denn eine gute Schule insgesamt aus? Wie sieht ein guter Unterricht aus? Dieses Wissen ist nicht so selbstverständlich. Wir haben da, das muss ich auch mal so als Schlag an die eigene Brust sagen, wir haben da lange das Falsche gelehrt. Wir wissen inzwischen besser, was hilfreich ist, was zum erfolgreichen Lernen führt. Werde ich Ihnen auch noch einige Punkte als Beispiel erläutern. Das ist schon ein Schritt voran. Davon profitieren alle Schüler.
Es gibt aber Schüler, die leben unter Risikobedingungen. Wo immer die herkommen, Brauensitz, als Pädagogen können wir daran oft nicht direkt was ändern. Wie ist die familiäre Situation, wie ist die sozioökonomische Situation der Familien? Das sind alles bekannte, wichtige Faktoren, die wir aber nicht beeinflussen können. Aber wir können diesen Kindern, die unter solchen Risiken aufwachsen, können wir intensivere Hilfen anbieten. Das ist die zweite Stufe, die selektive Stufe. Das heißt, Schüler, die unter Risikobedingungen aufwachsen, bekommen mehr Unterstützung, intensivere Hilfen. In welchem Setting auch immer, das kann im ganz normalen Klassenzimmer stattfinden, wird so auch meistens realisiert. Diese zweite Stufe baut natürlich auf der ersten Stufe auf, das heißt, wir haben schon mal zwei Ebenen der intensiven Unterstützung. Und dann kommt es durchaus vor, dass es Kinder gibt, für die auch diese zweite Ebene nicht ausreicht. Dann brauche ich indizierte Maßnahmen, so die WHO. Dann brauche ich ganz intensive Hilfen bei besonderen Risiken. Das ist ganz oft notwendig, dass ich individuelle Pläne mache, individuelle Förderprogramme entwickle, die für dieses Kind genau passend sind. Also ein gestuftes System, was entsprechend der Risikobelastung, die Kinder nun mal mitbringen, intensivere Bildungsangebote macht. Was brauche ich dafür Verfahren, werden Sie sich fragen. Was sind die wirksamen Verfahren, von denen der da vorne spricht? Diese schulbasierten Maßnahmen sind ein eigenständiger großer Forschungsbereich in angelsächsischen Ländern. Ich fand es zum Beispiel faszinierend, dass es an der berühmten Johns Hopkins University in Boston, die bekannteste medizinische Hochschule der Welt mit der besten Forschung, dort gibt es einen eigenständigen Forschungsbereich School-Based Prevention and Intervention. Innerhalb der Medizin eine eigene Forschungsinstitution, die genau zu den Maßnahmen, was ist gute Prävention, was ist gute Intervention, bei verschiedensten Formen von Problembelastungen die Forschung aufbaut und weitertreibt und lange schon gute Ergebnisse bringt. Es ist ein anerkannter Forschungsbereich international und die Ergebnisse können Sie sehr gut in Meta-Analysen nachlesen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig für uns in oft englischsprachige Literatur, die auch nicht so einfach greifbar ist, haben wir also auch in vielen Unibibliotheken nicht, aber dafür fragen Sie mal Ihren nächstgelegenen Professor. Der sollte Ihnen darüber Auskunft geben können. Ich fasse es mal hier zusammen. Wie sieht eine gute inklusive Schule aus mit evidenzbasierten Maßnahmen? Eine inklusive Schule, besonders bei diesen Lern- und Entwicklungsstörungen, wie es hier das Niedersächsische Schulgesetz definiert, das ist zunächst mal eine gute Schule. Die alltäglichen Maßnahmen, die ein gutes Schulklima darstellen. Gute gemeinsame Kooperation zwischen Schulleitung und Lehrkräften. Gute Kooperation mit den Eltern. Natürlich, das ist basic, das ist die Grundlage. Und in diesem Rahmen macht eine gute inklusive Schule auch guten Unterricht. Kooperative Lernformen, Sie haben hervorragendes Material, ich will nur noch mal bestätigen, die LearnLine NRW bietet Ihnen da ganz viele Hilfen. Wie können Sie gut kooperatives Lernen aufbauen? Und in dieser Kombination natürlich auch offene Unterrichtsformen. Aber die haben eine bestimmte Funktion, da will ich auch nochmal drauf eingehen. Sie brauchen nämlich auch ganz effektive Verfahren der Lernförderung. Und die sind nicht automatisch mit offenem Unterricht gegeben. Werde ich gleich nur kurz erläutern. Dazu kommt, dass Sie gerade auch für den Bereich Verhalten, psychosoziale Problembelastungen, dass Sie dort spezifische Förderprogramme initiieren müssen und ein gutes Classroom-Management machen, also eine gute Gestaltung der Struktur in Ihrem Klassenraum. Dann brauchen Sie Case-Management. Für die Kinder, die mit hohen Risiken kommen, brauchen wir Maßnahmen auf individueller Ebene, wo die Fachkräfte zusammen einen Plan formulieren, der auch klare Maßnahmen beinhaltet. Das ist so der Rahmen, das ist das Rahmenkonzept einer guten, inklusiven Schule. Ich gehe nochmal auf diesen Punkt rechts unten, effektive Lernförderung ein. Diese Karikatur stammt leider nicht von mir, ich finde die genial, von Herbert Gudjons. Eben sage ich noch, wir öffnen die Schule und plötzlich sind sie alle weg. Tatsächlich, es gibt Befunde, die zeigen, inklusive Schule haben ein Problem, nämlich das Dropout-Problem. In inklusiven Settings, Sie können sich das leicht erklären, große Schulsysteme, gerade so ein bisschen die verhaltensoriginellen Jugendlichen, ne, die sind dann mal schnell weg. Und die haben natürlich auch durch unser System wenig Bindung an die Schule. Das ist ein Problem. Also insofern, diese Öffnung müssen wir genauer anschauen. Wie geht eine effektive Lernförderung? Nicht einfach nur offener Unterricht. Das müssen wir uns schon ganz genau anschauen. Und die Ergebnisse können Sie in der größten Meta-Analyse zur Lernförderung, die es zurzeit gibt, von Hattie 2009 gut nachlesen. Klarheit der Instruktion. Wenn Lehrkräfte es schaffen, sehr klar und deutlich die Erwartungen, die Lernschritte, wie komme ich zum Lernerfolg, das zu vermitteln, das ist Instruktion. Und das ist die wirksamste Maßnahme der Lernförderung. Es gibt viele Einzelstudien, die das immer wieder belegen.
Gute, klare Instruktion. Und jetzt denken Sie bitte nicht an den alten lehrergeleiteten Frontalunterricht. Nein, nein, das ist das nicht. In einer gut instruierenden Phase sind die Schüler hochaktiv. Wir sprechen mit. Wir legen die Aufgabe mit. Wir gestalten Arbeitsblätter mit. Wir arbeiten zusammen. Schüler demonstrieren, wie sie es machen. Aber eine klare Strukturierung der Instruktion ist für lernschwache Schüler die erfolgreichste Methode der Unterstützung. Das muss sein, sonst geht die Schere weiter auseinander. Wenn Sie einen chaotischen Unterricht haben, gute Schüler lernen sich. Die kriegen das selber. Die können Sie nicht daran hindern, gut zu lernen. Lernschwache Schüler hindern Sie dadurch ganz enorm. Also Klarheit der Instruktion, was sind die Aufgaben, wie gehen wir vor, das ist die erfolgreichste Maßnahme. Und direktes Feedback. Das war der erfolgreiche Lernprozess. Das Ergebnis stimmt. Genau der richtige Weg getan. Das sind die erfolgreichen Maßnahmen. Eine gute Beziehung zwischen Lehrer und Schüler. Sie sehen, das wissen wir als Pädagogen schon lange. Dialogisches Prinzip. Dieses Prinzip ist hier auch empirisch bestätigt. Wunderbar. Metakognitive Strategien. Nächste Stufe. Wie muss ich denn denken? Wie muss ich mein Prozedere strukturieren? Das kann ich lernen. Und wenn mir Lehrer immer wieder zeigen, wie das geht, wie ich mein Lernen strukturiere, dann übernehme ich das, kann ich das selber gestalten. Wunderbar. Leseförderung. Hochwirksame Maßnahmen. Wir wissen, Leseförderung ist wirksam für viele andere Fächer. Auch für Mathe. Eine Aufgabe zu verstehen, setzt gute Lesekompetenz oft voraus. Peer-Tutoring, also genau kooperative Lernformen, wie unterstützen wir uns gegenseitig, hochwirksame Maßnahmen. Und das Classroom-Management, das ist übrigens auch eine der wirksamsten Verfahren im Bereich der Verhaltensförderung, gute Strukturierung meines Unterrichtsablaufs. Wir gucken zur zweiten Säule, wirksame Förderung im Verhalten. Wie macht man das am besten? Da gibt es zwei Grundformen nach einer Meta-Analyse vom letzten Jahr. Dörlack hat die Ergebnisse zusammengetragen, große Meta-Analyse, 200.000 Schüler in der Untersuchung insgesamt drin. Erste Säule, Gestaltung sicherer Lernumgebung, da gehört genau Classroom-Management rein. Eine sichere Lernumgebung, klare Strukturen, klare Abläufe, Verhaltenserwartungen, ich fühle mich sicher, ich fühle mich geborgen, ich fühle mich zu Hause. Wichtiger Punkt. Und die zweite Säule, ich trainiere auch, wie löse ich Konflikte. Wie führe ich denn Gespräche? Also gezielte Gestaltung, Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen. Wenn Sie das tun, wenn Sie sozial-emotionale Kompetenzen fördern, gewinnen die Kinder auch 11% in schulischen Leistungen. Das ist schon mal ein Wort. Weil nämlich unser schulisches Lernen natürlich soziale Kompetenzen, emotionale Kompetenzen voraussetzt. Ich muss mal mit einer Anspannung umgehen können, ich muss auch mal eine Frustration verarbeiten, ich muss auch mit Freude gut umgehen lernen. Das sind Zusammenhänge auch mit dem schulischen Lernen. Was neu war in der Erkenntnis letzten Jahres von Dörlack, wenn Lehrer, die eine Klasse leiten, das umsetzen, sind sie erfolgreicher als dahergelaufene Wissenschaftler, die jetzt mal ein neues Programm ausprobieren. Das ist doch eine Ermunterung für Sie als Lehrkraft. Sie haben es mehr in der Hand als noch so innovative Wissenschaftler, die etwas Neues ausprobieren. Wenn Sie präventive Maßnahmen ergreifen, reduzieren Sie zugleich Störungen. Das geht in die gleiche Richtung. Nutzen Sie die vorhandenen Präventionsprogramme, damit reduzieren Sie deutlich die Aggression, die Problembelastung Ihrer Schule. Classroom-Management. Ich hatte es gesagt, die Gestaltung sicherer Lernumgebung. Wie geht das? Was macht man da? Ich will Ihnen das gerne erläutern anhand dieses Spiels. Das habe ich von meiner Frau im Referendariat geschenkt gekriegt. Also wenn Sie mal einen Wunsch frei haben als Lehrer, gehört das eigentlich ins Repertoire. Das Spiel heißt Vorsicht, Lehrer. Der muss gewusst haben, von was er redet. Sie sehen hier, das Spiel besteht aus einer Plattform, also so ein Spielplan, und dann gibt es eine Rolle, das ist der Lehrer, und die anderen Mitspieler spielen die Schüler. Das sind Figuren, die auf dem Feld dann platziert werden, und die Spieler haben Karten in der Hand. Und die Schüler haben dann so Karten in der Hand, so erwartetes Schülerverhalten, Aufgaben machen, sich melden, aber auch so Schülerüberlebensstrategien, Kügelchen schießen, träumen, Sie kennen das. Damit man so als normaler Schüler so einen Schultag überlebt. Der Lehrer hat seine üblichen Strategien, er ist vielleicht auch mal träumerisch, er nimmt einen Schüler dran. Die schlimmste Karte, die der Lehrer ausspielen kann, ist Augen im Hinterkopf haben. Kennen Sie solche Lehrer? Die sind ganz schön anstrengend. Da muss man als Schüler ziemlich parat sein. Aber wenn Sie als Lehrkraft Augen im Hinterkopf haben, wenn Sie also mitkriegen, hier vorne leite ich gerade einen Schüler und sehe genau da hinten die zwei Tuschen und gebe mal ein kurzes Signal. Wenn Sie das mitkriegen, dann haben Sie Handlungsmöglichkeiten, ohne Schimpfen frühzeitig Signale zu setzen. Und diese frühzeitigen Signale, klare Regeln, das ist das, was Classroom-Management ausmacht. Eine gute Strukturierung. Das heißt nicht Disziplinieren,
disziplinieren oder drohen oder strafen. Nein, nein, ganz frühe Hinweise, Hilfen geben, klare Strukturen aufbauen, die die Schüler anleiten, wo sie gerne dann auch lernen. Weil das wissen wir, klare Strukturen, damit identifizieren sich Schüler, da fühlen sie sich sicher, da lernen sie gerne. Chaos ist das, was für Kinder generell verunsichert ist. So, als Einblick, was alles zu einer inklusiven Schule gehört. Ich hoffe, Sie nehmen mit, das ist nicht ein neuer Zaubertrank, ein pädagogisches Wundermittel. Nein, nein, das sind unsere alltäglichen Verfahren, aber auf einer optimierten, auf einer intensiveren Art und Weise. Das heißt, es sind durchaus die Verfahren, die im Alltag ankommen, die wir im Alltag einsetzen können. Und das meint eine Entwicklung hin zu einer inklusiven Schule, die den Bedürfnissen der Kinder entgegenkommt. Das früh zu sehen, Mensch, hier hat ein Kind Lernprobleme im Lesen. Das sehe ich, wenn ich zum Beispiel regelmäßig jede Woche eine Minute Lesetest mache. Machen die Schüler vielleicht miteinander. Sie dokumentieren, wie viele Wörter hat ein Schüler richtig geschrieben. Curriculum-basiertes Messen nennt man das. Und dann sehe ich sehr früh, hoppla, dieses Kind braucht Unterstützung, zum Beispiel im Lesen. Und wenn Sie solche Strategien aufbauen, anwenden, Sie führen dazu, dass alle Schüler profitieren. Sie führen dazu, dass nicht nur Schüler, wo wir dann an Behinderung denken, profitieren, sondern alle Schüler, die sich auf den Weg des Lernens machen, ich werde ihren Bedürfnissen gerecht. Ich glaube, solche Verfahren sind genau das, was wir brauchen in der Entwicklung hin zu einem inklusiven Bildungssystem. Damit komme ich zu meinem Fazit, was ich noch so sagen wollte. Ich versuche gewissermaßen die Konklusion aus der Inklusion zu ziehen. Ich hoffe, es wird nicht eine Konfusion. Also die Konklusion aus der Inklusion. Ich denke mal, es wird deutlich, ein inklusives Bildungssystem dient dazu, dass alle Kinder profitieren. Kinder mit und ohne Behinderung. Mehr gemeinsames Lernen bedeutet auch tatsächlich, dass alle Kinder davon profitieren. Diese effektiven Maßnahmen, diese wirksamen Maßnahmen, werden natürlich in Kooperation mit Fachkräften durchgeführt und eine gemeinsame Wertebasis ist natürlich notwendig. Auch die Lehrkräfte profitieren. Classroom-Management reduziert die Störungen am Unterricht. Mich hat meine Lehrkraft angerufen, Gymnasium, nicht hier aus dem Bundesland, von daher kann ich davon erzählen. Ja, können wir denn was tun? Habe ich gefragt, ja, was ist denn los? Ja, ich habe so viele Störungen im Unterricht. Ja, zählen Sie erst mal. Hat sie mich 14 Tage später wieder angerufen. Ja, ich habe in einer halben Stunde habe ich ungefähr 30 Störungen. Ist das viel? Habe ich nur gedacht, wie schön, dass ich in der Sonderschule bin. Was können wir also tun? Wir haben sie dann beraten und sie hat dann die Maßnahmen eingesetzt und tatsächlich, sie hat es dann wieder gemessen, nach 2 Monaten waren diese Störungen auf 5 pro halbe Stunde reduziert. Das ist ein Riesenschritt vorwärts, das entlastet diese Lehrkraft, die hochzufrieden dann natürlich mit ihren Schülern gemeinsam gearbeitet hat. Die Schüler sind auch zufriedener, das stört die Schüler nämlich auch. Insofern, alle profitieren. Und das führt auch zum Aufbau von Selbstwirksamkeit. Wir wissen aus den neueren Lehrergesundheitsforschungen, Lehrer sind hochbelastet, aber Lehrer sind auch hoch engagiert und durchschnittlich sind Lehrer auch hochzufrieden mit ihrem Job. Das hängt aber ganz entscheidend davon ab, ob sie sich als selbstwirksam erleben. Also, ob sie erfahren, was ich tue, hat tatsächlich einen Effekt. Das verändert etwas, das bewirkt etwas. Und solche Maßnahmen führen dazu, dass Lehrer Selbstwirksamkeit erleben. Das heißt, die Umsetzung von Inklusion erweitert einerseits die Aufgaben, wenn wir das aber erfolgreich machen, das trägt dazu bei, dass die Professionen erfolgreicher arbeiten. Es ist ein Beitrag zur Reduktion von Belastung. Ein Beitrag zur Reduktion von Burnout. Dabei ist uns klar, Sie kennen alle dieses Lied, der Weg wird kein leichter sein. Wir haben natürlich Barrieren, Hindernisse, Schwellen, die wir überschreiten müssen. Aber wir wissen ungefähr den Weg. Wir wissen ungefähr, dass auch viele Lehrkräfte engagiert sich auf diesen Weg machen. Zurück zu Albert Einstein. Wenn Sie das so vor Augen haben, was ein inklusives Bildungssystem zum Erfolg machen kann, wenn Albert Einstein das erfahren hätte, ich glaube, er wäre besser durch die Schule gekommen. Dieses zeitweilige Scheitern wäre nicht notwendig gewesen. Ein Bildungssystem, das seinen Bedürfnissen gerechter geworden wäre, hätte ihn wahrscheinlich dazu geführt, dass er direkter auf seinem Weg einer erfolgreichen Bildungskarriere gegangen wäre. Aber an Albert Einstein sehen wir auch, zum Glück ist Schule nicht alles, nicht die gesamte Lebenswirklichkeit, so unerwartet das für uns Lehrer vielleicht auch sein mag. Albert Einstein wurde auch so ein ganz erfolgreicher und fröhlicher Mensch, auch wenn manche Verhaltensoriginalitäten auch bei ihm geblieben sind und das sehen Sie hier in diesem Bild. Aber das macht Leben schön. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.